Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei dem Pretty Old Pixel. Mein Name ist Alexander und ich freue mich, dass Sie in eine neue Replay-Folge, diesmal zur Unboxing-Folge zum Spiel Murder on the Mississippi auf dem C64 eingeschaltet haben. Diese Folge ist wieder etwas Besonderes für mich, denn ich habe dieses Spiel damals von meinen Eltern zum Geburtstag bekommen und ich habe wirklich sehr viele schöne Erinnerungen an dem Spiel und ich hoffe, dass ich heute, fast 40 Jahre später, nicht enttäuscht sein werde, aber das werdet ihr erst beim Abschlussgespräch zum Spiel erfahren. Vorher werden wir uns das Spiel noch sehr genau anschauen und ich hoffe auch, dass es mir gelingen wird, das Spiel durchzuspielen. Das ist mein Plan, mal schauen, ob es klappt. Kommen wir aber zunächst einmal zu den Key Facts zum Spiel. Murder on the Mississippi ist 1986 für den Apple II, den C64 sowie in Japan für die NES erschienen, 1987 schließlich ebenfalls in Japan für die MSX-Rechner. Entwickler und Publisher der Apple und der C64er-Version war Activision, die Version für die NES und den MSX wurden dagegen von der japanischen Firma Yaleco Limited entwickelt. Bei dem Spiel handelt es sich um eines der frühesten Point-and-Click-Adventures, welches sogar ein Jahr vor dem Spiel Manic Mansion von Lucasgame erschienen ist. Programmiert wurde das Spiel von Adam Ballin, von dem auch das Spieldesign stammt. Die Grafiken stammen von Hilary Mills, die Musik von Ed Bogas und die Storytexte wurden von Rob Swigert verfasst. Sie waren Mitarbeiter von Activision und an Spielen beteiligt wie das fantastische Ghostbusters oder Law of the West und wenn ihr das euch mal anschauen wollt, dazu haben wir ein Replay bei dem Pretty Old Pixel. Das Spiel ist in Englisch, Deutsch, Französisch und auf den Konsolen in Japanisch erschienen und die deutsche Übersetzung stammt von Boris Schneider-Johne, der eigene Spieleredakteur zu der Zeit war. Wie und warum er das Spiel übersetzt hat, das ist eine tolle Geschichte, die heben wir uns aber auch für das Abschlussgespräch auf. Bei dem Spiel, das ich hier vor mir liegen habe, handelt es sich um die deutsche Fassung für den Commodore C64. Sie wurde in einer Art Videokassettenbox verkauft und wie gesagt habe ich das Spiel ursprünglich von meinen Eltern zum Geburtstag bekommen, aber leider habe ich diese Version nicht mehr. Das heißt, die Version, die ihr hier sehen könnt, die habe ich von einem guten Freund bekommen, von Stefan, der leider vor 2 Jahren gestorben ist und dem ich deshalb dieses Replay gewidmet habe, denn er war ein ganz großer Fan dieses Spiels. Kommen wir zur Vorderseite und was sehen wir dort? Ein wunderschönes Cover im Stile eines Filmplakats. Oben auf dem Cover steht als erstes die Abenteuer des Sir Charles Foxworth. Und damit lernen wir direkt den Hauptprotagonisten kennen, in dessen Rolle wir im Spiel schlüpfen dürfen. In der Mitte ist er direkt abgebildet mit Monokel, Bart und Pfeife und er ähnelt damit Sherlock Holmes. Und dies wird noch dadurch verstärkt, dass eine zweite Person abgebildet ist, bei dem es sich um seinen Assistenten handelt. Sein Name wird hier zwar nicht genannt, aber ich verrate ihn euch gerne. Er heißt Regis. Was sehen wir noch? Natürlich den Titel des Spiels, darüber ein Raddampfer und darunter die Abbildung von insgesamt 8 Personen. Und dann befindet sich auf dem Cover noch ein deutscher Text, den ich euch gerne vorlese. Das Original in deutscher Sprache. Auch auf dem Bildschirm. Und das war damals wirklich eine Besonderheit, weil es nur selten vorkam, dass Spiele lokalisiert worden sind. Vielmehr musste man versuchen, mit seinen Englischkenntnissen aus der Schule zurechtzukommen. Das war zwar mühselig, aber es hat auch funktioniert. Dann drehen wir mal das Spiel um und schauen uns mal die Rückseite an. Und hier gibt es einiges an Informationen, unter anderem 2 Screenshots, aber es werden auch viele Gegenstände als Fotografien dargestellt. Das schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Erstmal den Text auf der linken Seite. Der weltberühmteste Spürhund. Begleiten Sie den weltberühmten Privatdetektiv Sir Charles Foxworth und seinen getreuen Gehilfen Regis Phelps auf dieser traumhaften und mörderischen Steamerfahrt. Das Verbrechen. Alle 4 Decks der großartigen Delta Princess müssen untersucht werden. Denn wer oder was verbirgt sich hinter den 29 Türen? Die Verdächtigen. Da ist eine etwas schmuddelige reiche Witwe, ein bewaffneter Philanthrop, eine aufregende Schönheit, der ehrenwerte Kapitän und sein schwer arbeitender Bootsmann, um nur einige zu nennen. Die Hinweise. Alle gesammelten Hinweise aus Unterhaltungen aus jeder Ecke und jedem Winkel der Delta Princess, Stück für Stück logisch zusammengesetzt, ergeben die Lösung des Rätsels von Murder on the Mississippi. Eigentlich sollte es nur ein Ausflug auf den Mississippi werden, aber wie so oft kommt alles ganz anders. Auf dem noblen Streamer Delta Princess geschieht ein Mord. Jeder der 8 Mitreisenden könnte das Verbrechen begangen haben. Natürlich sind alle unschuldig, bis der Privatdetektiv Sir Charles Foxworth den Mörder überführen kann. Oben auf der rechten Seite sehen wir dann nochmal den Titel Murder on the Mississippi, entworfen von Adam Ballin. Und dann sehen wir eine Fahrkarte. Nur eine Fahrkarte nach Virginia City, wohl nicht so wichtig, oder doch? Dann sehen wir auf der rechten Seite den ersten Screenshot, ein Bild des Promenadendecks. Hinter jeder Tür verbirgt sich etwas, eine andere Person, ein anderes Beweisstück und immer wieder lauert Gefahr. Und nur 3 Tage Zeit, diesen kaltblütigen Mord aufzuklären. Direkt darunter sehen wir ein Bild, 4 Patronen, Hinweis oder nur ein Köder, ist das Opfer überhaupt erschossen worden?
Links daneben wieder ein Screenshot, bei dem wir die Delta Princess in ihrer ganzen Pracht sehen. Eine 3-Tages-Reise von St. Louis nach New Orleans. Für Charles Foxworth endet die Reise vielleicht schon früher, wenn der Mörder ihn erwischt, bevor Sir Charles ihn überführen kann. Dann sehen wir unten rechts eine behandschuhte Hand, die eine Waffe hält. Kann ein cleverer Mörder so leichtsinnig sein? Auf der linken Seite sehen wir Schmuck und eine Taschenuhr. Es glitzert, es glänzt, es funkelt. Ein Hinweis, um diesen mysteriösen Fall zu entwirren. Und schließlich sehen wir unten einen Schlüssel mit der Nummer 189. Der Schlüssel zu dem Geheimnis des grauenvollen Mordes. Das hört sich alles sehr mysteriös an und ich bin mal wirklich gespannt, ob diese Elemente sich dann im Spiel wiederfinden. Auf jeden Fall kann man zusammenfassen, dass das Spiel wie ein spannender Krimi ganz im Stile von Agatha Christie aufgebaut ist. So, dann schauen wir uns mal das Innere des Spiels an. Wir öffnen die Box. Das Handbuch tun wir zunächst zur Seite. Wir schauen uns zunächst einmal den Datenträger an und es handelt sich um eine 5¼ Zoll Diskette. Die tue ich jetzt wieder zurück. Und wir sehen, es ist kein großes Handbuch, etwa DIN A5 mit dem Titelbild vorne abgedruckt. Und ihr seht, es ist alles auf Französisch, denn es ist eine französisch-deutsche Ausgabe. Die deutsche Version kommt erst später, da blätter ich mal hin. Und da sind wir schon beim Inhaltsverzeichnis angelangt. Und zunächst einmal bekommen wir ein paar Hintergrundinformationen, worum es in dem Spiel geht. Und auch Informationen, wie man dem Täter auf die Spur kommt. Und auf der rechten Seite gibt es die Ladeanweisungen. Also dort wird detailliert beschrieben, was man tun muss, damit man das Spiel mit einem 64er starten kann. Ich werde euch jetzt nicht alles aus dem Handbuch vorlesen, sondern nur die Überschriften, denn es macht aus meiner Sicht mehr Sinn, euch im Spiel die einzelnen Funktionalitäten direkt vorzustellen, damit ihr seht, was man dort machen kann. Also hier wird das Hauptmenü beschrieben, was man tun muss, um in das Spiel hineinzugelangen. Dann gibt es einen Text zur Deckpromenade, beim Spazieren auf den Decks, Wechsel von einem Deck zum anderen, eine hilfreiche Hand und die Verwendung der hilfreichen Hand. Weiter geht es mit der Ort des Verbrechens, gewichtete Begegnungen, Bekanntschaften anknüpfen, Gespräche mit Passagieren, mit einem Passagier sprechen, Notizen machen, Gesprächsnotizen machen, Notizen jemand anderen zeigen, bestimmte Informationen mit einem anderen Passagier teilen, haben Sie was dagegen, mich ein Stück zu begleiten, einen Begleiter loswerden, Beweise finden, gezielt Beweise an einem bestimmten Ort suchen, Beweismaterial sammeln, Passagiere über Beweise befragen, Befragen eines Passagiers zu einem Beweisobjekt, Beweismaterial im Überseekoffer sicherstellen, Beweismaterial in den Koffer legen, Beweismaterial auf dem Untersuchungstisch inspizieren, Beweise auf dem Tisch platzieren, den Überseekoffer schließen, einen Verdächtigen beschuldigen, jemand der Tat beschuldigen, Ende gut, alles gut, aber nicht immer, den Richtigen erwischt, den Falschen erwischt, erwischt worden, Ankunft in New Orleans und zum Schluss gibt es noch ein paar Tipps für frustrierte Detektive. Ich hoffe, dass ich nicht dazugehören werde. Meine Damen, meine Herren, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich freue mich schon richtig auf die ersten Schritte, die wir dann gemeinsam im Spiel unternehmen werden. Das ist das, was euch in der nächsten Folge erwarten wird. Und ich darf mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr eingeschaltet habt in diese Unboxing-Folge. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr in eine weitere Replay-Folge entweder zu diesem Spiel oder eins der anderen Spiele auf unserem YouTube-Channel bei dem Pretty Old Pixel einschalten würdet. Und wie immer der Hinweis, wenn ihr uns mal live erleben wollt, habt ihr dazu die Möglichkeit, jeden Dienstag ab 20 Uhr auf Twitch gibt es den Blätterabend, bei dem Selma und ich durch eine alte Computerspielzeitschrift blättern, über alte Spiele und alte Zeiten reden. Das macht uns immer sehr viel Spaß und da würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn er da mal einschalten würde. Mir bleibt an dieser Stelle wie immer nichts anderes übrig, als euch alles, alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss!